die Firma Leica, den Creos L5009. Kostet sein Geld. Hier bei Vent Caravan. Ein toller, teilintegrierter Wagen. Creos steht an der Seite. Und ihr werdet gleich sehen, was das bedeutet an Innenraum. Ich fange mal an, alleine die Trittstufe. Richtig groß, richtig breit, richtig tief. Und hier sieht man schon die Auslassrillen der Fußbodenheizung. Und das sind die richtig genialen Lichtschalter. So, und wenn man jetzt reinschaut, sieht man, das ist schon ganz anders. Ein runder Tisch, helles Leder. Ja, das kann man jetzt mögen oder nicht. Ein tolles Dachfenster und direkt dahinter noch eins. Und da sieht man schon das gesamte Dekor. Grau, braun, mit wirklich tollen Alu-Profilen. Das sieht schon richtig gut aus. Mit Soft-Close, überall tolle Möglichkeiten zum Verstauen. Und hier sieht man überall auch wieder diese chromfarbenen Taster. Das ist schon wirklich richtig toll gemacht. Auch hier oben, ja, eine tolle Fläche nochmal zum Ablegen. Und hier mit Stoffbezug auch nochmal alles hinterlüftet. Sieht man dort oben an diesen Lüftungsgittern. Ja, 172.000 ist was im Preis. Ja, und du willst ihn gleich haben. Ist schon klar. Ja, mega. Also erstmal mag ich, dass das hier diese ich sag jetzt mal Schieferplattenoptik. Ich finde es sehr schön, aber ich bin halt auch einfach, ich mag auch dunkles Holz. Das ist jetzt natürlich auch immer, jeder mag es irgendwie anders in der Einrichtung. Ja. Ich bin bei so hellen Lederelementen immer ein bisschen kritisch, aber Gott, das ist ja etwas, was man sich dann anders bestellen kann. Was ich sehr schön finde, ist, dass man sich hier nochmal scheinbar einstellen kann mit der Kopfstütze. Sie ist auch sehr bequem. Ich habe mich vorhin hingesetzt. Es ist wirklich schön, es ist toll gepolstert. Man kann sich richtig wie zu Hause so ein bisschen einmummeln. Was ich sehr schön finde, ja. Ebola, hätte ich so gerne auch zu Hause. Also das ist doch mal einfach auch schick und praktisch zugleich. Das ist schon Wahnsinn. Das macht hier auch alles wirklich einen sehr schönen, festen Eindruck. Nicht plastisch. Das Becken könnte ein Stückchen größer sein, finde ich aber weiter nicht. Ja, dafür hast du aber hinten noch ein Ablaufwaschbecken. Ja. Kannst du also eigentlich in dem, und so viel Wasser hast du gar nicht drin. Das ist halt anders bei einem Wohnmobil zu Hause. Große Waschbecken bedeutet auch immer viel Wasser rein. Ja, was ich halt toll finde, ist hier so dieser Ablaufschutz. Das ist so typisch Küche, dass du hier nicht irgendwie. Ja, stimmt, ja. Das finde ich ganz toll. Hier natürlich. Richtig tolle Glasplatte. Ja. Hier kann man auch richtig ordentlich breite Töpfe oder Pfand drauf platzieren. Ja, das ist schon grandios. Das ist halt mega schön. Was ich auch ganz toll finde, hier übrigens ist das so ein bisschen versteckt. Hier ist unten drunter so ein Stiebelchen. Dann drückt man so nach oben und so entriegelt man die Türe. Finde ich ganz schön, weil man hat nicht überall diese Knöpfchen, sondern das ist einfach so versteckt. Maximal 16 Kilo, da kannst du einiges reintun. Das ist natürlich auch mega. Ja. Also das ist hier nochmal so Tür in Tür im Übrigen. Ja, zwei Schubfächer, ja, genau. Ja, das ist gut gemacht. Und vor allem eine tolle Farbe, das ist so ein Petrol. Ja, mega toll. Richtig schick aus, ne? Hier hast du. Ah, guck mal. Smarte Würzfach. Da könntest du noch was reinstellen. Ja. Halt für alles, wo du mal ein bisschen, was nicht so stark sich verrücken soll. Also hier hast du, hier hat man auf jeden Fall Platz. Besteck und alles. Genau, von der Einrichtung mega toll. Wir machen jetzt mal ein Fach hier oben auf. Das ist hier dieses Schiebbällchen nach oben. Ja, also. Mit Soft Open, Soft Close, ist ja, ja. Wirklich, es ist. Eingezogene Platz Fächer da. Schon. Ich finde das auch wirklich schön von der Farbgebung in der. Ja. Innen drin sozusagen. Hier sind diese ganzen Slides, diese Lichter. Ja, LED-Stripes. Ja. Das finde ich mega schön. Also ich stehe auch auf dieses so schwarz irgendwie so halt drin. Jetzt hat die Frage, wie der auf. Hier, genau. Ist jetzt ganz normal, aber ist schön. Ja, ist schon groß. Ist schon groß. Und vor allem Kühlfach. Kühlfach und hier oben ist ein kleiner Backofen. Ja. Und das finde ich richtig wichtig, weil man sich ja auch mal Brötchen aufbacken möchte oder ähnliches. Und das kann man dann nur machen, wenn man entsprechend Backofen hat. Oder man nimmt sich dann nochmal einen mit, aber es ist dann alles wieder was rumsteht. Finde ich sehr schön. Ja, die Breite ist beeindruckend, finde ich. Ja. Und ich finde, jetzt kommt's. Das sieht ja aus wie eine Sauna eigentlich. Ja. Du kannst dich reinstellen. Das ist schon irre. Voll. Ja.
also das gesamte Dekor ist wirklich gut. Ich finde das hier mega. Also auch, ja. Schaut mal hier, so eine Art Regenbusche. Ja. Man darf scheinbar als Mann nicht oder als Frau auch nicht sehr groß sein, sonst muss man irgendwann so duschen. Oh, du bist jetzt 1,70 oder so, ne? Naja, ich bin 1,67 mit den Schuhen. Ja, gut. Ja, also genau. 1,90 darf man nicht sein, denke ich mal. Nee, das ist aber oftmals bei Wohnmobilen ein Problem. Ganz toll, also hier so eine Regendusche hier natürlich nochmal separat. Ja. Ich finde das einfach hier auch Fächer, finde ich auch richtig cool, dass man nicht irgendwie sein Shampoo irgendwo auf den Boden stellen muss, sondern man kann das hier alles richtig schön fast schon reinklemmen. Ja. Finde ich ganz, ganz toll. Toilette ist richtig schön mit so einer Tür. Ja, für alle Frauen. Aussehen. Spiegel ohne Ende. Du kannst die Tür, glaube ich, da zumachen. Genau, dann ist der Raum abgetrennt. Das ist ja auch mal was. Also hier ist Platz vorhanden. Hier sind ganz, ganz viele großartig, Spiegel. Ja. Also perfekt zum Schminken, perfekt wie das. Sorry, ich muss jetzt mal hier so. Ja, na, das sieht doch aus. Ja. Sehr, sehr schön. Viel Platz, richtig viel cool. Platz, wirklich viel Platz. Also das ist wirklich, von außen wirkt richtig der nicht so groß, ja, wie er dann hier drinnen ausgebaut ist. Das ist schon Wahnsinn. Mega. Ganz toll. Ganz, auch hier so kleine verspäten Sachen, dass hier dann nochmal sozusagen auf den Aufhänger Leica draufsteht. Mhm. Das ist richtig schick. Ja, das. Ich mag das Bett. Mach mal die Tür bitte hinten auf, sonst kann ich nicht zurückgehen. Ja. Wenn wir jetzt hier mal zurückgehen, dann sehen wir Doppelbett, auch hier wieder mit der, also entweder Einzelbetten oder eben hier verschließbar und damit natürlich ein Riesenbereich. Hier mit einer Treppe, damit man besser reinkommt und oben wahnsinnig viele Staufächer. Einmal offen, links in den Ecken und natürlich auch hier wieder verschließbar. Also es ist schon richtig toll. Hinten das Kopfteil. Genau. Dass der Fernseher hier gleich ist. Ja, das finde ich irgendwie total schön. Dass der nicht irgendwo, also es ist jetzt nicht schlimm, aber dass der jetzt nicht irgendwo im Gang ist und so weit entfernt, sondern man hat den hier wirklich recht nah am Bett und kann sich das hier richtig schön gemütlich machen. Und hier hat jemand mal angelegt, hier verkleidet, wahrscheinlich schon selbst gemacht, das sieht man. Also mit dem Teppich so ein bisschen, ja, mit dem Stoffgewebe hier. Meinst du? Ja, das sieht so aus. Ja. Ja, wobei, könnte auch vom Hersteller sein, aber sieht so. Ja. Aus wie vom Hersteller tatsächlich. Und, ganz kurz mal, lass mich mal hier. Hier, schöne Tür nochmal. Ja, oh, Vorsicht. Ja, Schiebetür. Also kann man sich hier nochmal vereinzeln, wenn man will, im Schlafzimmer oder eben auch das Bett dazu. Und das finde ich halt schön, wenn du so ein richtig tolles, hier vorne auch so ein richtig schönes Panel hast. So richtig schön, so richtig. Das finde ich toll. Also, tolles Fahrzeug, muss man sagen. In der sicherlich sehr hochwertigen Klasse. Aber das sieht schon auch wirklich sehr einladend aus. Mhm.